Also die Ergebnisse dieser Allensbach-Umfrage sind sehr ermutigend für Lehrer, weil wir sehen, dass das Nahbild der Lehrer, also wenn gefragt wird nach dem Lehrerbild der Kinder, der eigenen Kinder, sehr viel positiver ist als das allgemeine Bild in der Gesellschaft. Und das heißt ja, wir haben einen guten Ansatzpunkt, dieses positive Nahbild einer stärkeren Öffentlichkeit nahezubringen. Also was wir generell natürlich sehen, ist, dass viele der Strukturreformen, die in den letzten Jahren gemacht worden sind, in den Ländern sehr kritisch gesehen werden von der Bevölkerung. Das heißt, die hohen Hoffnungen, die man etwa gehabt hat beim G8 oder also beim achtjährigen Gymnasium oder auch bei der Zusammenlegung von Schularten, scheinen sich nicht erfüllt zu haben. Die Bevölkerung möchte, dass die Probleme vor Ort an der jeweiligen Schule gelöst werden. Und das ist in erster Linie der Unterrichtsausfall und die zu großen Klassen. Also wir sind immer stärker der Überzeugung, dass der Deutsche Lehrerpreis, den wir gemeinsam mit der Vodafone-Stiftung machen und durchführen, dass das genau der richtige Weg ist. Das heißt also, wir müssen dafür sorgen, dass alles das, was an bereits innovativen, guten, engagierten Dingen an Schulen geschieht, dass das stärker in die Öffentlichkeit transportiert wird. Und das geht über einen solchen Lehrerpreis am allerbesten.